Ciao, André Pacino. Ciao. Ciao. Robert, jetzt ruf doch noch mal an. Er hat doch gesagt, er ruft zurück. Ich gebe ihm jetzt noch eine Minute. Ich will doch nur wissen, was mit dem Kind ist. Ob es überhaupt noch lebt. Herr Lewandski, was haben Sie rausgefunden? Was ist? Geht es ihm gut? Was heißt, Sie gehen davon aus, dass... Ist es gesund? Warte mal. Okay, wir treffen das ja schon mal super. Ja? Ich würde nur so gern wissen, ob das Kind meiner Schwester lebt. Danke. Es ist ein Mädchen. Und sie lebt sogar hier in Varanasi. Und diese Klinik, die Prozedur durchgeführt hat, die sind jetzt sogar bereit, mit uns zu sprechen. Ich habe eine Enkeltochter. Ja. Ich bin Omi. Wir holen das Kind. Ist schon verrückt. Organisiert in Indien eine Leihmutter und sagt uns kein Wort. Sie ist einfach nicht mehr dazu gekommen. Was? Johe Hotel Coquitane do Hey? Oh, nicht mehr weit. Sie können ruhig in Ihrer Sprache mit mir sprechen. Haben Sie keine Klimaanlage? Oh, sorry. Ist leider kaputt. Sorry. Doch nicht die ganze Zeit darum. Schau doch mal raus. Das ist faszinierend. Eine heilige Stadt, nicht? Und vor allem eine der ältesten der ganzen Welt. Gott Shiva hat sie gegründet. Varanasi ist das Herz des Universums. Sie sind gesegnet, hier sein zu dürfen. Ich habe in diesem Buch über die Kasten gelesen. Also es gibt ja 5 Kasten. Also Sie als Taxifahrer... Nein, warten Sie. Taxifahrer ist keine Kaste. Naja, nein, das weiß ich ja. Wir haben uns doch impfen müssen. Du, viele von diesen Pilgern kommen zum Sterben hierher. Genau. Wenn Sie in Varanasi verbrannt werden, können Sie den Kreislauf der ewigen Wiedergeburt verlassen und ins Nirvana übergehen. Und wir kommen hierher, um ein neues Leben abzurufen. Dankeschön. Wow. Alle baden, um sich von ihren Sünden zu befreien. Ja, und bekommen Typhus. Hallo. Hansen. Dankeschön. Robert und Elvira Hansen. Hund 10. Ja. Ein Doppelzimmer? Nein, es müssten 2 Einzelzimmer sein. Doppelzimmer steht hier. Dann müssten Sie das bitte ändern. Wir sind komplett ausgebucht. Ich bedauere. Das ist doch kein Problem. Ich weiß die schon nicht. Können Sie mir sagen, wo das ist? Mama, wir haben keine Zeit für Sightseeing. Das ist der Manikani-Kagat. Ist es weit? Zu Fuß 20 Minuten. Oh, wunderbar. Mama, in 3 Stunden ist unser Termin in der Klinik. Anke hat so geschwärmt von diesem Ort. Ich möchte fühlen, was sie gefühlt hat. Verstehst du? Ja, Mama. Ich bin rechtzeitig wieder zurück, okay? Ja. Mama, du kannst nicht alleine durch die Gegend rennen hier. Das ist viel zu gefährlich. Ah.
आदमी के बीच में कुटकुटी मत करना। Woher kommen Sie, Sir? Aus Deutschland. Oh, Sie kommen aus Deutschland. Wirklich schönes Land. Wie ist Ihr Name? Robert. Aber wollen Sie nicht bitte nach vorne gucken? Oh, ja, Sir. Ja, Sir. Mama, alles okay? Ich habe nur Magenkrämpfe. Ganz plötzlich. Du hast aber nichts auf der Straße gegessen, oder? Ach nein. Nur so ein Mango. Lassi. Du musst zurück ins Hotel. Nein, das schaffe ich schon. Ich will doch auch. Okay, Entschuldigung. Sie müssen meine Mutter zurück ins Hotel fahren. Bitte. Ich fahre ins Hotel. Mama, ich gehe dann zu Fuß von hier. Ach, du weißt doch gar nicht, wo es lang geht. Doch, ich habe doch mein Navi. Und frag an der Rezeption, ob die Tabletten für dich haben. Ja. Okay. Und ganz viel Wasser trinken. Aber kein Leitungswasser, nur Wasser aus der Flasche. Kümmere du dich ums Enkelkind. Ich komm schon klar. Ich will kein Wasser. Nein. Wasser? Nein. Gutes Wasser. Sehr gutes Wasser. Mann, ich will kein Wasser. Nehmen Sie. Hey, Kumpel, jetzt fahr doch mal runter. Der Mann ernährt seine ganze Familie damit, dass er den Leuten Wasser verkauft. Muss ja noch nie anlaufen. Wir nehmen benutzte Flaschen und füllen die mit dreckigem Leitungswasser. Und dann wird das an die Touris verkauft. Der ganze Fluss, der ist voll mit Fäkalien. Und dann kippen die noch ihre Leichen da rein. Es gibt nicht eine Kläranlage. Ich zeig dir was. Knack. Du hast zu viel Reiseführer gelesen.
Ich sehe genau Ihre Skepsis, Mr. Hansen. Dr. Ruini. Hallo. Ihre westlichen Maßstäbe funktionieren hier leider nicht. Alle unsere Leihmütter verhelfen unfruchtbaren Frauen aus der ganzen Welt zu Familienglück. Und dafür werden sie gut bezahlt. Das reicht für ein neues Leben. Verdient tun sie wirklich viel. Und außerdem helfen wir ihnen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Es ist eine Win-Win-Situation. Und im Gegensatz zur Gesetzgebung ihres Landes ist es absolut legal in Indien. Ja, es ist eine verrückte Welt. Ich würde gerne das Kind abholen von meiner toten Schwester. Ach, eine tragische Geschichte. Mein herzliches Beileid. Ich erinnere mich sehr gut an Ihre Schwester und wir waren sehr überrascht, dass sie ihr Kind dann nicht abgeholt hat. Ach wirklich? Warum haben Sie ja nicht versucht, uns zu kontaktieren? Aber das haben wir doch. Wir schrieben jede Menge E-Mails, Ihr Telefon war außer Betrieb. Alle Briefe kamen zurück, ungeöffnet. Und es gab keinen Vater. Das Kind stammt aus einer anonymen Samenspende aus Deutschland. Wir haben auch nach Verwandten gesucht, aber Hansen scheint sehr verbreitet zu sein in Deutschland. Ja, wenn Sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, dann hätten Sie uns schon gefunden. Wir sind hier eine Fertilisationsklinik, Herr Hansen. Und keine Privatdetektei, die Eltern sucht. Wo ist denn das Kind? Suri. Bitte? Suri. Das Kind hat einen Namen. Suri? Ja, den Namen ändern wir nochmal. Das Kind ist bei einer Pflegefamilie? Weil Ihre Schwester einfach verschwunden war, kümmert sich jetzt die Leihmutter um Suri. Und wo ist die Leihmutter? Wir konnten sie nicht erreichen. Sie hat kein Telefon. Ach, die Leihmutter können Sie auch nicht erreichen. Warte, Misraeli, den Namen habe ich ja schon. Rajgat, das ist die Adresse. Und da gibt es ja noch eine Hausnummer. Die Straßen dort haben nicht mal Namen. Ist das weit, Rajgat? Eine Stunde Fußmarsch. Herr Hansen, es tut mir leid. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ich meine... Danke. Robert? Mama, ich hol gerade das Kind ab. Ach, Robert, das ist wundervoll. Sie heißt Suri. Suri? Was ein wunderschöner Name. कौन है पार्वती कहां भागी जा रही है लाइस मुझे दे तेरा कोई हक नहीं है उसमें मेरा कोई हक नहीं इस पे मैं नहीं दे मैं जो चाहूंगा वो करूंगा इस हरामखोर के साथ तुम इतनी दुखी क्यों हो इसके बिना तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो जहां ये कोई भी नहीं जानेगा कि तुम एक रंडी हो उसे छोड़ दो मेरे बच्चे मामा बच्चे हक्का Mama, ich bin am Rastatt.
Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast leer. Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles. Oh, Mann. Shit. Ich suche eine Frau, Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Die Hütte mit dem blauen Dach. Geh, geh, geh. Ja, danke. Hallo? Parvati Misra? Ich bin Robert Hansen. Ich bin der Bruder von Anke Hansen. Anke war die Mutter von Suri und ich würde Suri gern abholen. Die Götter haben dich geschickt. Ich habe Unterlagen. Ich habe alles da. Sie sind noch nicht weit. Komm, schnell. Wir brauchen ein Boot. Hast du Geld? Komm. Was ist denn jetzt los? Wir können sie noch reinholen. Suri, komm. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Suri? Ganesh hat sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Können sie noch reinholen? Wir brauchen das Boot. अगर नाव पर जाओगे तो पूरे 10,000 रुपए लूंगा एक रुपए भी कम नहीं लूंगा तू बहुत कमीना है er will 10.000 Rupien Leihgebühr dafür so viel Rupien habe ich nicht so viel habe ich maximal in Euro 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 ist fein kein Problem bitte wir müssen Suri retten wir beide das schaffen wir nicht wir können doch gar nicht wir gehen zur Polizei aber die Polizei interessiert sich nicht dafür was in Rajgat passiert ich bin eine Shudra eine Shudra meine Kaste hat wenig Wert aber ich bin Deutscher, ich bin Europäer, ich gebe es zu den höchsten Ständen, wir müssen sie zuhören. Dann ist es längst zu spät, dann ist Suri weg für immer. Bitte. So, das sind dann 10.000 Rupien. Das sind dann 50 und... Ja. Was denn noch? Du hast zu viel Money bezahlt, oder? Komm, schnell! Was hat er gesagt? Hure. Eine indische Frau mit einem weißen Mann ist eine Randi, eine Hure. Der Typ, der Suri entführt hat, wer ist das? Ganesh. Er war mein Mann. Und wo bringt er sie hin? Und er will sie wirklich verkaufen? An wen denn? Manche Kinder werden verstümmelt und zum Betteln geschickt. Andere als Sklavenarbeiter in die Fabriken gesteckt. Oder zur Prostitution gezwungen. Prostitution? Suri ist zwei! Das hilft wirklich. Warum hat deine Schwester Suri nicht abgeholt? Warum? Sie hatte einen Unfall. Sie ist tot? Ja. Das tut mir leid. Wie heißt sie? Anke.
Die Götter haben Anke ins nächste Leben geschickt und haben mir ein Kind geschenkt. Parvati. Also, wir hätten viel früher hier auftauchen müssen. Aber ich habe erst vor ein paar Tagen Ankes Unterlagen entdeckt. Ich wusste von nichts. Wenn wir Suri wiederhaben, dann kommen wir für all deine Unkosten auf. Du hast für Suri ja 2 Jahre gesorgt und das bezahlen wir alles. Du bekommst das ganze Geld. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich habe so eine Ahnung, wo Ganesh zwischendurch anhalten wird. Es wird bald dunkel. Da ist denn etwas, das ich... Radgat oder so? Radgat? Ja, wie komme ich da so schnell wie möglich hin? Der Weg zum Radgat ist sehr verwirrend für Touristen. Ich denke, er hat sich nur verlaufen und wird bald zurück sein. Das ist nicht so ganz seine Welt hier. Ah, die Götter wachen über ihn. Ja, aber es ist schon sehr spät. In Europa hat man Uhren, in Indien haben wir Zeit. Ja, danke. Was ist das? Eine Bar? So was Ähnliches. Sie gehört Ganeshs Cousin. Okay. Dann gehen wir jetzt da hin und holen das Kind. Warte! Warte! Das ist sehr gefährlich. Okay. Dann laden wir erst das Handy auf und dann holen wir die Polizei. Komm! Ich kann da nicht rein! Das ist kein Ort für eine Frau. Was? Alinda, was war du? Was nun schön hei dir? Baske! Raus! Raus hier, warte! Was hast du den Leuten gesagt? Das willst du nicht wissen, du! Sie sind weg! Was? Was ist hier eigentlich los? Ihr Mann! Er ist nicht mehr mein Mann! Ihr Mann hat die Tochter meiner Schwester entführt. Meine Tochter? Also Ihre Tochter ist deine Nichte? Nein, sie ist nicht richtig Ihre Tochter. Ist auch egal. Hey, Kinnings, ihr könnt bei mir schlafen. Der Fluss ist jetzt zu niedrig, die Sandbänke kommen hoch und das ganze Treibholz. Was ihr macht, ist jetzt der reine Wahnsinn. Hier kann man nachts so fahren, wenn man sich auskennt. Kennt ihr euch aus? Ich
hab's euch gesagt. Wir sind zu schnell! Siehst du etwas? Ich seh gar nichts. Scheiße! Karl-Heinz Barowski, Freundin nenne mich Fluppe. Mit wem habe ich die Ehre? Elvira Hansen, ich wollte eigentlich meinen Sohn Robert sprechen. Ist er da? Nö, der tuckert gerade mit einer bildhübschen Frau über den Ganges. Was tut der? Das ist eine etwas längere Geschichte. Wo bist du denn, in Deutschland oder Varanasi? Was glaubst du, wo Ganesh Suri hinbringt? Kanpur. Oder wahrscheinlich bringt er sie nach Kanpur, er kennt da Leute. Was für Leute? Böse Leute. Wie weit ist es nach Kanpur? 3, vielleicht 4 Tage. Was denn jetzt wieder? Nein, mach das nicht! Mach das nicht, du kannst da nicht rein. Hey! Mann! Oh, Mann. Ich hab ja gesagt. Ich hab gesagt, verlangsamer. Ich kann den Motor erst wieder bei Tageslicht in Ordnung bringen. Hier. Mehr haben wir leider nicht mehr. Wir können uns morgen was zu essen kaufen. Viel Bargeld habe ich nicht mehr. Tempel. Hier habe ich Suri geboren. Hier? Ganesh wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich schwanger bin. Wegen der Schande. Aber ich dachte, in Indien ist das ganz normal, so eine Leihmutterschaft. Ich habe in einer Hütte gewohnt, in der Nähe des Tempels. In den Tempel rein durfte ich nicht, weil ich unrein war. Aber die Mönche haben mir trotzdem geholfen. Die Mönche? In der Klinik haben die gesagt, dass alle Leihmütter medizinisch bestens versorgt sind. Zweimal war ein Arzt da. Es gab gutes Essen. Frieden. Und Shiva hat über uns gewacht. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Alle waren so gut zu mir. Und in mir wuchs ein Kind heran. Und als Suri dann da war, sie war so zart, so klein, so wunderschön. Als deine Schwester nicht kam, habe ich sie mit ins Dorf zurückgenommen. Aber dort wollte niemand mehr mit mir reden. Sie dachten alle, ich hätte mit einem Weißen geschlafen. Meine Familie hat mich verstoßen. Sie nannten Ganesh einen Gehörnten. Er wurde so wütend, dass ich dachte, er würde sie verschwinden lassen. Du meinst, er wollte sie töten? Mädchen sind hier nicht viel wert. Ich bin mit Suri nach Varanasi gegangen, damit er uns nicht findet. Aber wenn das alles so kompliziert ist mit der Leihmutterschaft, mit deiner Familie, warum hast du es dann überhaupt gemacht? Weil wir ein gutes Leben haben wollten. Ich wollte eine Ausbildung machen, Computer lernen, im Büro arbeiten. Aber Ganesh hat alles Geld verprasst, verspielt, ich weiß es nicht. Und warum hast du den geheiratet? Das war nicht meine Entscheidung. Hier, letzter Keks. Götter lieben Süßigkeiten. Da
Das ist meine Pooja. Wir werden die Götter noch brauchen. Warum hast du ihn geschlagen? Schlangen sind heilig. Das ist für scharf runter und scharf raus. Also, für so ein Abenteuer ist Robert nicht gemacht. Da steht er nicht durch. Sorry, wie alt ist dein Sohn? 41. 41? Er ist zweimal verjährig. Naja, nein. Weißt du, Robert muss vorher immer alles ganz genau durchplanen. Sonst ist er verloren. Das war immer schon so. Auf mich wirkt er ganz spontan. Nein, seine Schwester, die war spontan. Wild, intuitiv und voller Überraschung. Nun, und er war der perfekte große Bruder. Hat immer auf sie aufgepasst, war immer für sie da. Hast du Kinder? Na klar, ich hoffe es. Bei dem Blut. So als Kind. Suri sieht die ganze Welt. Ihr entgeht nichts. Sie hat ihre Augen überall, will alles begreifen. Sie liebt Tiere. Sie lacht viel und sie hat ein großes Herz. Und wenn sie was will, dann gibt sie nicht so einfach auf. Sie ist stur wie ein Elefant und wild wie ein Äffchen. Und sie... Und alle wollen sie mir wegnehmen.
Ich verstehe ja, dass du Suri liebst. Sie ist meine Tochter. Nein, ist sie nicht. Ich habe sie geboren. Ja, aber die Eizelle ist von Anke. Also genetisch und juristisch. Eizelle? Genetisch, juristisch. Du sprichst ohne Seele. Du musst doch verstehen, dass ich Suri mit nach Deutschland nehme. Da kann sie mit Freunden spielen, sie kann zur Schule gehen, sie kann zum Arzt gehen. Das kann sie hier auch. In Deutschland kann sie sich eine Existenz aufbauen. In Indien, das ist doch kein Leben. Wir leben hier, das ist Leben. Suri geht es sehr gut, sie braucht dich nicht. Suri geht's nicht gut. Suri ist gerade entführt worden, aber das interessiert niemanden. Weil es kein System gibt, es gibt keine Ordnung. Ihr habt 5 Millionen Götter. Jedes zweite Tier ist heilig, aber was mit den Kindern passiert, ist euch scheißegal. Ist doch alles kaputt hier. Die Straßen, der Verkehr, das ist so ein Chaos. Und überall wird gebettelt und nichts ist logisch. Das ist alles so unlogisch. Und deine Welt ist besser, ja? Ja. Weil die Straßen gerade sind. Und weil niemand bettelt. In Deutschland gibt es mehr Glück, ja? Mehr Geld, mehr Glück. Und niemand ist schlecht zu den Kindern. Du bist besser für Suri als ich, ja? Du bist besser als ich? Das habe ich so nicht gesagt. Ich bin ihre Mutter. Sie gehört zu mir. Suri ist ein Kind des Ganges. Das müssen wir erst mal finden. Die Götter werden sie beschützen. Gibt es einen Gott, der auf die Kinder aufpasst? Eine Göttin. Die Göttin der Mutterschaft. Und wie heißt die? Parvati. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Okay. Ein Puja für Parvati. Pass auf Suri auf. So funktioniert das nicht. Das war unsere letzte Banane. Wir werden Suri finden. Ich hoffe, wir bekommen ihr Geld, sonst ist die Reise vorbei. Verheiratet? Bin geschieden. Warum hast du deine Frau verlassen? Na, sie hat mich verlassen. Hast du sie geschlagen? Nein, ich habe sie nicht geschlagen. Ich war zu nett. Ein netter Mann ist doch gut. Dann frag mal meine Ex. Die wollte mehr Abenteuer, mehr Spontanität. Und ihre Familie, haben sie verstoßen? Nee, die haben gefeiert. Sie und ihre Schwester waren in Bad Doberan. 3 Tage Wellness. Wellness? Naja, da legt man sich Gurkenscheiben aufs Gesicht und dann trinkt man den ganzen Tag Prosecco. Nichts, was du nötig hättest. Wenn du gar keine Frau hast, wer soll sich dann um Suri kümmern? Ich? Du bist ein Mann. Kann das doch trotzdem machen. Kannst du waschen und kochen? Meine Mutter. Suris Großmutter. Nehmen wir auch noch. Was ist das, Logistik? Verschiffung. Ich sorge dafür, dass die Dinge dahin kommen, wo die Dinge hingehören. Und du weißt immer, wo alles hingehört? Ja, ist mein Job. Und du machst nie einen Fehler, du irrst dich nicht und tust etwas dorthin, wo es überhaupt nicht hingehört? Selten. Sehr selten. Nur die Götter wissen, wo alles hingehört. Ja. Und du bist kein Gott. Was? Hallo? Ich hab noch 1500 Rupien. Das heißt, gerade mal für den Tank. Wenn ich morgen früh das Geld bekomme, dann nehmen wir uns einen Mietwagen. Wir fahren nach Kampo und wir fahren gar nicht da. Hier gibt es keine Mietwagen. Dann kaufen wir ein Auto. Wir fahren nach Kampo, gehen zur Polizei und dann fangen wir Suri und Ganesh ab. Versprochen.
Heute ist ein Feiertag. Ein Fest? Nichts, was dich interessiert. Nicht, dass ihr euch vielleicht noch vertragen könnt? Wenn Suri dann weg ist? Suri ist meine Familie. Religion kann ja auch mal Spaß machen. Ja. Sind ja nicht im Vatikan. Ja, ja. Und sie sind alle sehr nett. Ja, lachst du einen Inder an, lacht er zurück. Aggressionen werden hier wirklich klein geschrieben. Als die Engländer damals Indien besetzt haben, waren sie nie mehr als 50.000 Mann. Das musst du dir mal vorstellen. Eine kleine Handvoll Briten haben 1 Milliarde Menschen unterdrückt. Das geht nur in Indien. Hm. Interessant. Ja, ist Fischaugencurry. Wirklich? Idiot! Schwester geträumt? Was ist? Mein Gurt ist weg. Oh nein. Ey, da sind die Karten drin, da ist der Führerschein drin, da ist mein Pass drin! Wie kann denn das passieren? Das geht so nicht. Ganz ehrlich, ich hasse das Land! Überall liegt Dreck rum! Überall! Ich hasse auch die Leute, wenn die mich immer angucken. Alle gucken mich an, glotsch, glotsch. Die ganze Zeit, alle. Keiner redet vernünftig Englisch. Ich verstehe die nicht. Das ist doch Fantasie-Englisch. Und diese Autos. Warum kaufen die Inder Autos? Warum? Ihr habt ja noch nicht mal Straßen. Scheiße! Scheiß Kühe! Überall Kühe! Hör bitte auf, mit dem Kopf zu wackeln. Bitte. Bitte. Immerhin haben sie das Boot nicht geklaut. Wir werden Ganesh einholen. Na, wenn wir da jemals ankommen. Das werden wir. Wieso haben die eigentlich nicht die Tasche geklaut? Wo wussten die, dass ich einen Bauchgürtel habe und dass da alles Wertvolle drin ist? Die meisten Touristen haben einen. Es tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Soll ich mal übernehmen? Kannst du dich ein bisschen ausruhen? Für Shiva. Er hat uns den Ganges geschenkt. Wie schenkt man einen Fluss?
König Bhagirata bat die Göttin Ganga um Wasser für die Erde. Ohne Wasser kein Leben. Aber Ganga konnte das Wasser nicht einfach so auf die Erde strömen lassen. Alle Menschen wären ertrunken. Nur Lord Shiva konnte das. Also betete Bhagirata 1000 Jahre lang, bis Shiva sich erbarmte und das Wasser an seinen Haaren in 7 Strömen auf die Erde fließen ließ. Das sind die 7 heiligen Flüsse Indiens und der Ganges ist der heiligste von ihnen. Ich mag eure Geschichten. Das ist keine Geschichte. Was macht euer Gott so? Ihr habt doch nur einen, oder? Ist er ein guter Gott? Sein Sohn ist ganz okay. Er heilt die Kranken, er füttert die, die nichts zu essen haben. Er verwandelt Wasser in Wein. Warum? Warum macht er das? Was? Wasser in Wein verwandeln. Wasser ist Leben, Wein bringt nur Unglück. So habe ich das noch nie gesehen. Unsere Götter wissen immer, was sie tun. Und wir Menschen befolgen den Weg, den sie uns vorbestimmt haben. Nichts passiert ohne Grund. Auch die schlimmen Dinge nicht. Auch dass Anke Suri nicht abholen konnte? Ja. Anke ist aus dem Flugzeug gesprungen. Ihr Schirm hat sich nicht geöffnet. Ich habe ihr den Sprung bezahlt. Ich habe ihr den Kurs. Ich habe ihr das alles geschenkt. Obwohl ich selbst, ich würde nie springen. Niemals. Viel zu gefährlich. Aber Anke? Anke hat sowas geliebt. So Abenteuer, Nervenkitzel. Ich wollte ihr eine Freude machen. Jetzt ist sie weg. Anke war mehr als nur meine Schwester. Anke war auch mein bester Freund. Da ist jetzt ein großes Loch in meinem Leben. Es ist nicht deine Schuld. Shiva zerstört, um Neues zu erschaffen. Es ist nicht deine Schuld. Alles ist Karma. Auch, dass du jetzt hier bei mir bist. Siehst du? Bei Verbrennungen sind nur Männer zugelassen. Männer und Frauen sind ja noch sehr getrennt hier. Also zu Hause wird meine Enkelin lernen, den Männern auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. Ach, so faszinierend die Welt hier ist. Man wird sie nie wirklich verstehen, wenn man hier nicht hineingeboren wurde. Ja. Komm. 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 Die Sonne nicht gewohnt.
versuch dich auszuruhen. Parvati? Entschuldigung? Wo sind die hin? Wer? Ich hätte gehofft, es geht dir besser. Es geht mir besser. Wir müssen los. Komm. Ach, Lupe, seit 2 Tagen weiß ich wieder, wo mein Sohn steckt, noch was ich machen soll. Ja, Robert hätte angerufen. Da stimmt was nicht. Also, wenn er sich heute nicht meldet, dann... Dann gehen wir beide zur Botschaft, okay? Danke. Okay.
क्या करते हो वहां पे मैडम होटल मनोज Komm schnell, wir müssen uns beeilen. Wohin? Wir müssen zum Hotel Manoj. Wir müssen erst zur Polizei. Keine Polizei. Das sind Verbrecher, hast du gesagt? Keine Verbrecher, es sind Amerikaner. Sie wollen Sully adoptieren. Du hast doch gesagt, er will sie verkaufen. Das will er auch. Sie nennen es bloß Adoption. Aber wenn du ihnen deine Papiere zeigst, dann sehen sie, dass du das Sorgerecht hast. Und dann können sie Sully nicht mehr mitnehmen. Dann bleibt sie hier. Hey! Du hast mich angelogen. Du wolltest nur, dass ich mitkomme wegen der Papiere. Und deswegen willst du auch nicht, dass ich zur Polizei gehe. Wenn ich zur Polizei gegangen wäre, hätten die mir sofort Suri gegeben. Aber bitte, wir haben keine Zeit, darüber zu diskutieren. Die steigen gleich in ein Flugzeug und dann ist Suri weg für immer. Du hast mich richtig verarscht. Glaubst du wirklich, ich lasse es zu, dass du mir meine Tochter wegnimmst? Glaubst du, ich lasse es zu, dass Suri hier in diesem Dreck aufwächst? Dreck? Ja. Immerhin Dreck mit Liebe. Ach. Bitte, du kommst hierher wie so ein Herrscher. Du bestimmst alles. Du glaubst, es sei in Ordnung. Es sei in Ordnung, mir mein Kind zu rauben. Mir alles zu nehmen, was ich liebe, um mir stattdessen Geld zu geben. Das Kind kaputt zu machen wegen irgendwelcher Papiere und Eizellen. Wo ist das Hotel? Komm. Sie ist unser Kind. Ich kann das auch beweisen. Ich bin hier gesetzlich auf Funk. Was soll das denn sein? Aber wir haben doch auch Papiere. Ja. Wir haben eine Menge Geld bezahlt. Wir sollten zur Polizei gehen. Vielleicht sind das ja hier die Fälschungen. Wir haben nichts verbrochen. Das hat alles seine Richtigkeit. Wir haben doch Amy adoptiert. Wir haben alles korrekt gemacht mit einem Anwalt. Das ist ein Menschenhändler. Wir wollen doch damit gar nichts zu tun haben. Wir wollten sie doch nur abholen, unsere kleine Amy. Parvati? Parvati? Amy? Parvati? Was ist jetzt? Parvati! Entschuldigung, haben Sie eine Frau gesehen? Ich bin's, Jörg Lewanski, von der Deutschen Botschaft in Delhi. Sie waren verletzt und völlig dehydriert. Wir haben Sie erstmal aufgepäppelt. Ihre Mutter hat uns kontaktiert und über alles informiert. Haben Sie Suri gefunden? Leider nein. Weder in den Slums noch sonst wo. Tut mir leid. Wir müssen Parvati finden. Jetzt warten Sie. Aber wir haben das. Ihre Dokumente. Ja. Damit gehen wir jetzt endlich zur Polizei. Nein, Herr Hansen. Niemand wird Ihnen helfen. Ich muss es Ihnen klar sagen. Alleinstehende wie Ihre Schwester könnten laut Gesetz gar keine Leihmutter mehr beauftragen. Und auch die Bundesregierung hat da Regeln. Ganz klare Regeln. Ja, aber vor 2 Jahren war das ganz anders. Parvati hat eine Verzichtserklärung unterschrieben. Anke ist auf der Geburtsurkunde als Mutter angegeben, mit Stempel drauf. Das ist alles offiziell. Ich bin der gesetzliche Vormund von Suri.
Ja, aber das indische Recht sagt, die Frau, die ein Kind gebärt, ist die Mutter. Tut mir leid. Fehler. Aber klar, Herr Hansen, wir finden sicher einen Weg, das Kind nach Deutschland auszuführen. Ja, dann machen wir das. Ja, ja, aber Sie müssen das Kind zuerst wiederfinden und niemand hier wird Ihnen dabei helfen können. Wenn jemand nicht gefunden werden will in Indien, dann wird er auch nicht gefunden. Dann gebe ich jetzt auf. Falls es Sie beruhigt, Ganesh Misra wurde festgenommen. Ich wünsche Ihnen Glück. Ich wünschte wirklich, Sie finden die Kleine. Suri, das Kind heißt Suri. Und wir haben uns das so einfach vorgestellt. Das Kind einfach abholen und... Ja, wir waren viel zu egoistisch. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitersuchen. Ja, und wo? Ja. Vielleicht weiß der Karl-Heinz, was wir machen sollen. Wer ist denn Karl-Heinz? Ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Du hast was? Hm? Hallo, Süße. Alles gut auf dem Deich? Ich weiß nicht, was mich mehr schockt. Dass Joe Cocker dich Süße nennt oder dass es dir gefällt? Das ist Fischaugencurry. Probier mal. Eine Frage. Gibt's hier Privatdetektive? Warum? Naja, Parvati hat mich angelogen und dann hat sie Suri entführt. Ach, die Frau hat doch nur gelogen, weil sie Suri retten wollte. Sie hat ihr ganzes Leben für dieses Kind aufgegeben. Ja, eine Mutter tut nun einmal alles für ihr Kind. Ja, aber Parvati ist ja nicht richtig Suris Mutter. Ansichtssache. Außerdem bin ich das Anke schuldig. Du schuldest Anke gar nichts. Und tief im Innern weißt du selbst, dass das stimmt. Gut, dann kapitulieren wir jetzt. Wenn es für dich in Ordnung ist, dass dein Enkelkind hier in diesem Moloch aufwächst. Robert geht's dir denn nicht auch so? Irgendwas fühlt sich falsch daran an, das Kind hier herauszureißen. Geht aber nicht darum, was wir fühlen. Rein faktisch spricht nichts für Indien. Rein faktisch? Sag mal, was redest du denn da? Indien? Hast du denn überhaupt was kapiert? Tch. Ich kann dir sagen, warum ich Deutschland verlassen habe. Weil du von der Polizei gesucht wurdest. Ja, klar. Deutschland ist ein großer grauer Aktenordner, in den sie dich reinquetschen. Du willst oder nicht, du wirst verwaltet. Alles muss ja korrekt sein und in Ordnung. Ordnung muss sein. Die Lüge eingenäht in Anzug und Krawatte. Die kleinsten Kinder haben schon ein Smartphone in der Hand. Was ist denn das? Das ist Armut. Ansichtssache. Indien. Ich meine, Indien ist auch kein Paradies, okay? Aber hier kannst du atmen. Also ich krieg hier Luft. Dieses Land hat für jeden etwas. Sicher auch für dich, Kumpel. Ach, Suris Platz ist in Deutschland. Da hat sie alle Möglichkeiten der Welt. Ihr Platz ist bei ihrer Mutter. Bei ihrer lebendigen Mutter. Das Wichtigste ist, was das Beste für das Kind ist. So wie es tut. Aber Suri braucht uns gar nicht. Okay, dann Indien. Meinetwegen Indien. Indien, woo! Dann zeig mir deine Wunder, Indien. Woo! Robert! So, Leute! Ich bin bereit für ein kleines Wunder! Dann zeig mal, was in dir steckt! Heilige Mutter Ganges! Die ganzen Götter! Komm in hier, zeig mal, was du drauf hast! Hilf mir, Indien! Hilf mir! Hey, Meister! Du kriegst doch was von Durchfall! Scheiß auf ihn! Das ist ein Mönch. Der Kluberkopf, das ist ein Mönch. Ich weiß, wo Suri ist. Robert, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen.
Hallo, Suri. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich einmal besuchen. Er ruft zurück. Ich gebe ihm jetzt noch eine Minute. Ich will doch nur wissen, was mit dem Kind ist. Ob es überhaupt noch lebt. Herr Lewanski, was haben Sie herausgefunden? Was ist? Geht es ihm gut? Was heißt, Sie gehen davon aus, dass... Ist es gesund? Warte mal. Okay, wir treffen das ja schon mal super. Ja? Ich würde nur so gern wissen, ob das Kind meiner Schwester lebt. Und sie lebt sogar hier in Varanasi. Gott. Und diese Klinik, die Prozedur durchgeführt hat, die sind jetzt sogar bereit, mit uns zu sprechen. Ich habe eine Enkeltochter. Ja. Ich bin Omi. Wir holen das Kind. Ist schon verrückt. Organisiert in Indien eine Leihmutter und sagt uns kein Wort. Sie ist einfach nicht mehr dazu gekommen. Was? Johe Hotel Kokitane do Hey? Oh, nicht mehr weit. Sie können ruhig in Ihrer Sprache mit mir sprechen. Haben Sie keine Klimaanlage? Oh, sorry. Ist leider kaputt. Sorry. Nicht die ganze Zeit darum. Schau doch mal raus. Das ist faszinierend. Eine heilige Stadt, nicht? Und vor allem eine der ältesten der ganzen Welt. Gott Shiva hat sie gegründet. Varanasi ist das Herz des Universums.
Sie sind gesegnet, hier sein zu dürfen. Ich habe in diesem Buch über die Kasten gelesen. Also, es gibt ja 5 Kasten. Also, Sie als Taxifahrer... Nein, warten Sie. Taxifahrer ist keine Kaste. Naja, nein, das weiß ich ja. Wir haben uns doch impfen müssen. Du, viele von diesen Pilgern kommen zum Sterben hierher. Genau. Wenn sie in Varanasi verbrannt werden, können sie den Kreislauf der ewigen Wiedergeburt verlassen und ins Nirvana übergehen. Und wir kommen hierher, um ein neues Leben abzuholen. Dankeschön. Wow. Alle baden, um sich von ihren Sünden zu befreien. Ja, und bekommen Typhus. Hallo, Hansen. Dankeschön. Robert und Elvira Hansen. Hund 10. Ja, ein Doppelzimmer. Nein, es müssten 2 Einzelzimmer sein. Doppelzimmer steht hier. Dann müssen Sie das bitte ändern. Wir sind komplett ausgebucht. Ich bedauere. Das ist doch kein Problem. Ich weiß Sie schon nicht. Können Sie mir sagen, wo das ist? Mama, wir haben keine Zeit für Sightseeing. Das ist der Manikani-Kagat. Ist es weit? Zu Fuß 20 Minuten. Oh, wunderbar. Mama, in 3 Stunden ist unser Termin in der Klinik. Anke hat so geschwärmt von diesem Ort. Ich möchte fühlen, was sie gefühlt hat, verstehst du? Ich bin rechtzeitig wieder zurück, okay? Ja. Du kannst nicht alleine durch die Gegend rennen hier. Das ist viel zu gefährlich. आदमी के पेट में कुटकुटी मत करना Woher kommen Sie, Sir? Aus Deutschland. Oh, Sie kommen aus Deutschland. Wirklich schönes Land. Wie ist Ihr Name? Robert. Aber wollen Sie nicht bitte nach vorne gucken? Oh, ja, Sir. Ja, Sir. Mama, alles okay? Ich habe nur Magenkrämpfe. Ganz plötzlich. Du hast aber nichts auf der Straße gegessen, oder? Ach, nein. Nur so ein Mango, Lassi. Du musst zurück ins Hotel. Nein, das schaffe ich schon. Ich will doch auch. Okay, Entschuldigung. Sie müssen meine Mutter zurück ins Hotel fahren. Ja. Bitte. Ich fahre ins Hotel. Mama, ich gehe dann zu Fuß von hier. Ach, du weißt doch gar nicht, wo es lang geht. Doch, ich habe doch mein Navi.
und frag an der Rezeption, ob die Tabletten für dich haben. Ja. Und ganz viel Wasser trinken. Aber kein Leitungswasser, nur Wasser aus der Flasche. Kümmere du dich ums Enkelkind. Ich komm schon klar. Vielen Dank. Sir, wollen Sie Wasser? Ich will kein Wasser. Nein. Wasser? Nein. Gutes Wasser. Sehr gutes Wasser. Mann, ich will kein Wasser. Nehmen Sie. Hey, Kumpel. Jetzt fahr doch mal runter. Der Mann ernährt seine ganze Familie damit, dass er den Leuten Wasser verkauft. Muss ja noch nie anlaufen. Wir nehmen benutzte Flaschen und füllen die mit dreckigem Leitungswasser. Und dann wird das an die Touris verkauft. Der ganze Fluss, der ist voll mit Fäkalien. Und dann kippen die noch ihre Leichen da rein. Es gibt nicht eine Kläranlage. Ich zeig dir was. Nackt. Hä? Wasser. Du hast zu viel Reiseführer gelesen. Na? Ich sehe genau Ihre Skepsis, Mr. Hansen. Dr. Ruini. Hallo. Ihre westlichen Maßstäbe funktionieren hier leider nicht. Alle unsere Leihmütter verhelfen unfruchtbaren Frauen aus der ganzen Welt zu Familienglück. Und dafür werden sie gut bezahlt. Das reicht für ein neues Leben. Verdient tun sie wirklich viel. Und außerdem helfen wir ihnen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Es ist eine Win-Win-Situation. Und im Gegensatz zur Gesetzgebung Ihres Landes ist es absolut legal in Indien. Ja, ist eine verrückte Welt. Ich würde gerne das Kind abholen von meiner toten Schwester. Ach, eine tragische Geschichte. Mein herzliches Beileid. Ich erinnere mich sehr gut an Ihre Schwester und wir waren sehr überrascht, dass sie ihr Kind dann nicht abgeholt hat. Ach wirklich? Warum haben Sie nicht versucht, uns zu kontaktieren? Aber das haben wir doch. Wir schrieben jede Menge E-Mails, Ihr Telefon war außer Betrieb. Alle Briefe kamen zurück, ungeöffnet. Und es gab keinen Vater. Das Kind stammt aus einer anonymen Samenspende aus Deutschland. Wir haben auch nach Verwandten gesucht, aber Hansen scheint sehr verbreitet zu sein in Deutschland. Ja, wenn Sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, dann hätten Sie uns schon gefunden. Wir sind hier eine Fertilisationsklinik, Herr Hansen. Und keine Privatdetektei, die Eltern sucht. Wo ist denn das Kind? Suri. Bitte? Suri. Das Kind hat einen Namen. Suri? Ja, den Namen ändern wir nochmal. Das Kind ist bei einer Pflegefamilie? Weil ihre Schwester einfach verschwunden war, kümmert sich jetzt die Leihmutter um Suri. Und wo ist die Leihmutter? Wir konnten sie nicht erreichen. Sie hat kein Telefon. Ach, die Leihmutter können Sie auch nicht erreichen. Pavati Misrae, den Namen habe ich ja schon. Rajgat, das ist die Adresse. Und dann gibt es ja noch eine Hausnummer. Die Straßen dort haben nicht mal Namen. Ist das weit, Rajgat? Eine Stunde Fußmarsch. Herr Hansen, es tut mir leid. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ich meine... Danke. Robert? Mama, ich hol gerade das Kind ab. Ach, Robert, das ist wundervoll. Sie heißt Suri. Suri? Was ein wunderschöner Name. Thank you.
अरे 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 देखो तो कौन है पार्वती कहाँ भागी जा रही है लाइस मुझे दे तेरा कोई हक नहीं है उसमें मेरा कोई हक नहीं इसमें मैं जो चाहूंगा वो करूंगा इस हरामखोर के साथ तुम इतनी दुखी क्यों इसके बिना तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो जहां ये कोई भी नहीं जानेगा कि तुम एक रानी हो उसे छोड़ दो जीने बचे हाँ क्या नहीं नहीं Mama, ich bin am Raschgang. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast leer. Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles. Oh, Mann. Ich suche eine Frau, Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Die Hütte mit dem blauen Dach. Geh, geh, geh. Ja, danke. Hallo? Parvati Misra? Ich bin Robert Hansen. Ich bin der Bruder von Anke Hansen. Anke war die Mutter von Suri und ich... Ich würde Suri gerne abholen. Die Götter haben dich geschickt. Ich habe Unterlagen. Ich habe alles da. Sie sind noch nicht weit. Komm, schnell. Wir brauchen ein Boot. Hast du Geld? Komm. Was ist denn jetzt los? Wir können sie noch einholen. Suri, komm. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Suri? Ganesh hat sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Wir können sie noch einholen. Wir brauchen das Boot. अगर नाव पर जाओगे तो पूरे 10,000 रुपए लूंगा एक रुपए भी कम नहीं लूंगा तू बहुत कमीना है er will 10.000 रुपए Leihgebühr dafür so viel Rupien habe ich nicht so viel habe ich maximal in Euro 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 ist fein kein Problem bitte wir müssen Suri retten wir beide das schaffen wir nicht wir können doch gar nicht machen. Wir gehen zur Polizei aber die Polizei interessiert sich nicht dafür was in Rajgat passiert ich bin eine Shudra eine Shudra meine Kasse hat wenig Wert Ich bin Deutscher, ich bin Europäer, ich gebe es zu den höchsten Stellen, wir müssen sie zuhören. Dann ist es längst zu spät, dann ist Suri weg für immer. Bitte. So, das sind dann 10.000 Rupien sind. Das sind doch 50. Ja. Ascha. Was denn noch? Du hast zu viel Money bezahlt, Sir. Komm, schnell! Thank you.
Nandi. Was hat er gesagt? Hure. Eine indische Frau mit einem weißen Mann ist eine Randi, eine Hure. Der Typ, der Suri entführt hat, wer ist das? Ganesh. Er war mein Mann. Und wo bringt er sie hin? Und er will sie wirklich verkaufen? An wen denn? Manche Kinder werden verstümmelt und zum Betteln geschickt. Andere als Sklavenarbeiter in die Fabriken gesteckt. Oder zur Prostitution gezwungen. Prostitution? Suri ist zwei! Das hilft wirklich. Warum hat deine Schwester Suri nicht abgeholt? Warum? Sie hatte einen Unfall. Sie ist tot? Ja. Das tut mir leid. Wie heißt sie? Anke. Die Götter haben Anke ins nächste Leben geschickt und haben mir ein Kind geschenkt. Warte. Also... Wir hätten viel früher hier auftauchen müssen. Aber ich habe erst vor ein paar Tagen Ankes Unterlagen entdeckt. Ich wusste von nichts. Wenn wir Suri wieder haben, dann kommen wir für all deine Unkosten auf. Du hast für Suri ja 2 Jahre gesorgt und das bezahlen wir alles. Du bekommst das ganze Geld. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich habe so eine Ahnung, wo Ganesh zwischendurch anhalten wird. Bald dunkel. Ist denn etwas, dass ich Radgat oder so? Radgat? Ja, wie komme ich da so schnell wie möglich hin? Der Weg zum Radgat ist sehr verwirrend für Touristen. Ich denke, er hat sich nur verlaufen und wird bald zurück sein. Das ist nicht so ganz seine Welt hier. Ah, die Götter wachen über ihn. Ja, aber es ist schon sehr spät. In Europa hat man Uhren, in Indien haben wir Zeit. Ja, danke. Was ist das? Eine Bar? So was Ähnliches. Sie gehört Ganeshs Cousin. Okay. Dann gehen wir jetzt da hin und holen das Kind. Warte! Warte! Das ist sehr gefährlich. Okay. Dann laden wir erst das Handy auf und dann holen wir die Polizei. Komm! Ich kann da nicht rein. Das ist kein Ort für eine Frau. Thank you.
Bass! Alina, was machst du? Was los? Hin, Heidi! Baske! Raus! Raus hier! Was hast du den Leuten gesagt? Das willst du nicht wissen, du! Sie sind weg! Was? Was ist hier eigentlich los? Ihr Mann! Er ist nicht mehr mein Mann! Ihr Mann hat die Tochter meiner Schwester entführt. Meine Tochter! Also ihre Tochter ist deine Nichte? Nein, sie ist nicht richtig ihre Tochter. Ist doch egal. Hey, Kinnings, ihr könnt bei mir schlafen. Der Fluss ist jetzt zu niedrig, die Sandbänke kommen hoch. Und das ganze Treibholz. Was ihr macht, ist jetzt der reine Wahnsinn. Hier kann man nachts so fahren, wenn man sich auskennt. Kennt ihr euch aus? Ich hab's euch gesagt. Wir sind zu schnell! Siehst du etwas? Ich seh gar nichts. Scheiße! Schöne Frau. Kanna Swarovski. Freundin nenne mich Fluppe. Mit wem habe ich die Ehre? Vera Hansen, ich wollte eigentlich meinen Sohn Robert sprechen. Wie ist er da? Nö, der tuckert gerade mit einer bildhübschen Frau über den Ganges. Was tut der? Das ist eine etwas längere Geschichte. Wo bist du denn? In Deutschland oder Varanasi? Was glaubst du, wo Ganesh Suri hinbringt? Kanpur. Und wahrscheinlich bringt er sie nach Kanpur. Er kennt da Leute. Was für Leute? Böse Leute. Wie weit ist es nach Kanpur? 3, vielleicht 4 Tage. Was denn jetzt wieder? Nein, mach das nicht! Bitte, mach das nicht rein! Du kannst da nicht rein! Hey! Mann! Oh, Mann! Ich hab ja gesagt. Ich hab gesagt, verlangsamer. Ich kann den Motor erst wieder bei Tageslicht in Ordnung bringen. Hier. Mehr haben wir leider nicht mehr. Wir können uns morgen was zu essen kaufen. Viel Bargeld habe ich nicht mehr. Tempel. Hier habe ich Suri geboren. Hier? Ganesh wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich schwanger bin. Wegen der Schande. Aber ich dachte, in Indien ist das ganz normal, so eine Leihmutterschaft. Ich habe in einer Hütte gewohnt, in der Nähe des Tempels. In den Tempel rein durfte ich nicht, weil ich unrein war. Aber die Mönche haben mir trotzdem geholfen. Die Mönche? In der Klinik haben die gesagt, dass alle Leihmütter medizinisch bestens versorgt sind. 2-mal war ein Arzt da. Es gab gutes Essen. Frieden. Und Shiva hat über uns gewacht. Es war die schönste Zeit meines Lebens.
Alle waren so gut zu mir. Und in mir wuchs ein Kind heran. Und als Sudi dann da war, sie war so zart, so klein, so wunderschön. Als seine Schwester nicht kam, habe ich sie mit ins Dorf zurückgenommen. Aber dort wollte niemand mehr mit mir reden. Sie dachten alle, ich hätte mit einem Weißen geschlafen. Meine Familie hat mich verstoßen. Sie nannten Ganesh einen Gehörnten. Er wurde so wütend, dass ich dachte, er würde sie verschwinden lassen. Du meinst, er wollte sie töten? Mädchen sind hier nicht viel wert. Ich bin mit Sudi nach Varanasi gegangen, damit er uns nicht findet. Aber wenn das alles so kompliziert ist mit der Leihmutterschaft, mit deiner Familie, warum hast du es dann überhaupt gemacht? Weil wir ein gutes Leben haben wollten. Ich wollte eine Ausbildung machen, Computer lernen, im Büro arbeiten. Aber Ganesh hat alles Geld verprasst, verspielt, ich weiß es nicht. Nun, warum hast du den geheiratet? Das war nicht meine Entscheidung. Hier, letzter Keks. Die Götter lieben Süßigkeiten. Das ist meine Puja. Wir werden die Götter noch brauchen. Warum hast du ihn geschlagen? Schlangen sind heilig. Scharf runter und scharf raus. Also, für so ein Abenteuer ist Robert nicht gemacht. Das steht er nicht durch. Sorry, wie alt ist dein Sohn? 41.
41? Er ist zweimal verjährig. Naja, nein. Weißt du, Robert muss vorher immer alles ganz genau durchplanen. Sonst ist er verloren. Das war immer schon so. Auf mich wirkt er ganz spontan. Nein, seine Schwester, die war spontan. Wild, intuitiv und voller Überraschung. Nun, und er war der perfekte große Bruder. Hat immer auf sie aufgepasst, war immer für sie da. Hast du Kinder? Na klar, ich hoffe es. Bei dem Blut. So. Was? Wie ist Suri so als Kind? Suri sieht die ganze Welt. Ihr entgeht nichts. Sie hat ihre Augen überall, will alles begreifen. Sie liebt Tiere. Sie lacht viel und sie hat ein großes Herz. Und wenn sie was will, dann gibt sie nicht so einfach auf. Sie ist stur wie ein Elefant und wild wie ein Äffchen. Und sie... Und alle wollen sie mir wegnehmen. Ich verstehe, dass du Suri liebst. Sie ist meine Tochter. Nein, ist sie nicht. Ich habe sie geboren. Ja, aber die Eizelle ist von Anke. Also genetisch und juristisch. Eizelle? Genetisch, juristisch. Du sprichst ohne Seele. Du musst doch verstehen, dass ich Suri mit nach Deutschland nehme. Da kann sie mit Freunden spielen, sie kann zur Schule gehen, sie kann zum Arzt gehen. Das kann sie hier auch. Das, wo ist Suri? Der Nähe hat sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Wir können sie doch einholen. Wir brauchen das Boot. Agar naav par jaoge, to pure 10,000 rupaye lunga. Ek rupaye bhi kam nahi lunga. Du Boot kam hinahe. Er will 10.000 Rupien Leihgebühr dafür. So viel Rupien habe ich nicht. So viel habe ich maximal in Euro. Euro? Euro ist fein. Kein Problem. Bitte. Wir müssen Suri retten. Wir beide. Das schaffen wir doch nicht, wir können doch gar nicht mehr. Wir gehen zur Polizei. Aber die Polizei interessiert sich nicht dafür, was in Rajgat passiert. Ich bin eine Shudra. Eine Shudra? Meine Kaste hat wenig Wert. Aber ich bin Deutscher, ich bin Europäer, ich gebe es zu den höchsten Stellen, wir müssen sie zuhören. Dann ist es längst zu spät, dann ist Suri weg für immer. Bitte. So, das sind dann 10.000 Rupien. Sind. Das sind 50. Ja. Ascha. Was denn noch? Du hast zu viel Money bezahlt, Sir. Komm, schnell! Was hat er gesagt? Hure. Eine indische Frau mit einem weißen Mann ist eine Randi, eine Hure. Der Typ, der Suri entführt hat, wer ist das? Ganesh. Er war mein Mann. Und wo bringt er sie hin? Und er will sie wirklich verkaufen? An wen denn? Manche Kinder werden verstümmelt und zum Betteln geschickt. Andere als Sklavenarbeiter in die Fabriken gesteckt. Oder zur Prostitution gezwungen. Prostitution? Suri ist zwei! Wirklich.
Entschuldigung? Haben Sie... Wo sind die hin? Wer? Ich hätte gehofft, es geht dir besser. Es geht mir besser. Wir müssen los. Komm. Schluppe, seit 2 Tagen weiß ich weder, wo mein Sohn steckt, noch was ich machen soll. Ja, Robert hätte angerufen. Da stimmt was nicht. Also, wenn er sich heute nicht meldet, dann... Dann gehen wir beide zur Botschaft, okay? Danke. Okay. Ich sehe genau Ihre Skepsis, Mr. Hansen. Dr. Ruini. Hallo. Ihre westlichen Maßstäbe funktionieren hier leider nicht. Alle unsere Leihmütter verhelfen unfruchtbaren Frauen aus der ganzen Welt zu Familienglück. Und dafür werden sie gut bezahlt. Das reicht für ein neues Leben. Verdient tun sie wirklich viel. Und außerdem helfen wir ihnen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Es ist eine Win-Win-Situation. Und im Gegensatz zur Gesetzgebung ihres Landes ist es absolut legal in Indien. Ja, es ist eine verrückte Welt. Ich würde gerne das Kind abholen von meiner toten Schwester. Ach, eine tragische Geschichte. Mein herzliches Beileid. Ich erinnere mich sehr gut an ihre Schwester und wir waren sehr überrascht, dass sie ihr Kind dann nicht abgeholt hat. Ach, wirklich? Warum haben Sie ja nicht versucht, uns zu kontaktieren? Aber das haben wir doch. Wir schrieben jede Menge E-Mails, Ihr Telefon war außer Betrieb. Alle Briefe kamen zurück, ungeöffnet. Und es gab keinen Vater. Das Kind stammt aus einer anonymen Samenspende aus Deutschland. Wir haben auch nach Verwandten gesucht, aber Hansen scheint sehr verbreitet zu sein in Deutschland. Wenn Sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, dann hätten Sie uns schon gefunden. Wir sind ja eine Fertilisationsklinik, Herr Hansen. Und keine Privatdetektei, die Eltern sucht. Wo ist denn das Kind? Suri. Bitte? Suri. Das Kind hat einen Namen. Suri? Ja, den Namen ändern wir nochmal. Das Kind ist bei einer Pflegefamilie? Weil ihre Schwester einfach verschwunden war, kümmert sich jetzt die Leihmutter um Suri. Und wo ist die Leihmutter? Wir konnten sie nicht erreichen. Sie hat kein Telefon. Die Leihmutter können Sie auch nicht erreichen. Pavati Misrael, den Namen habe ich ja schon. Rajgat, das ist die Adresse. Und da gibt es ja noch eine Hausnummer. Die Straßen dort haben nicht mal Namen.
Ist das weit, Ragat? Eine Stunde Fußmarsch. Herr Hansen, es tut mir leid. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ich meine... Danke. Robert? Mama, ich hol gerade das Kind ab. Ach, Robert, das ist wundervoll. Sie heißt Suri. Suri? Was für ein wunderschöner Name. Pass auf Suri auf. So funktioniert das nicht. Das war unsere letzte Banane. Wir werden Suri finden. Ich hoffe, wir bekommen ihr Geld, sonst ist die Reise vorbei. Bist du eigentlich verheiratet? Ich bin geschieden. Warum hast du deine Frau verlassen? Na, sie hat mich verlassen. Hast du sie geschlagen? Nein, ich habe sie nicht geschlagen. Ich war zu nett. Ein netter Mann ist doch gut. Dann frag mal meine Ex. Die wollte mehr Abenteuer, mehr Spontanität. Und Ihre Familie, haben Sie sie verstoßen? Nee, die haben gefeiert. Sie und Ihre Schwester waren in Bad Doberan, 3 Tage Wellness. Wellness? Naja, da legt man sich Gurkenscheiben aufs Gesicht und dann trinkt man den ganzen Tag Prosecco. Nichts, was du nötig hättest. Aber wenn du gar keine Frau hast, wer soll sich dann um Suri kümmern? Ich? Du bist ein Mann. Kann das doch trotzdem machen. Kannst du waschen und kochen? Meine Mutter. Suris Großmutter. Nehmen wir auch noch. Was ist das, Logistik? Verschiffung. Ich sorge dafür, dass die Dinge dahin kommen, wo die Dinge hingehören. Und du weißt immer, wo alles hingehört? Ja, ist mein Job. Und du machst nie einen Fehler, du irrst dich nicht und tust etwas dorthin, wo es überhaupt nicht hingehört? Selten. Sehr selten. Nur die Götter wissen, wo alles hingehört. Ja. Und du bist kein Gott. Was? Hallo? Ich habe noch 1500 Rupien. Das heißt, gerade mal für den Tank. Wenn ich morgen früh das Geld bekomme, dann nehmen wir uns Mietwagen. Wir fahren nach Kampo. Und wir fuhren gar nicht da. Hier gibt es keine Mietwagen. Dann kaufen wir ein Auto. Wir fahren nach Kampo, gehen zur Polizei und dann fangen wir Suri und Ganesh ab. Versprochen. Also betete Bagirata, 1000 Jahre lang, bis Shiva sich erbarmte und das Wasser an seinen Haaren in 7 Strömen auf die Erde fließen ließ. Das sind die 7 heiligen Flüsse Indiens und der Ganges ist der heiligste von ihnen. Ich mag eure Geschichten. Das ist keine Geschichte. Was macht euer Gott so? Ihr habt doch nur einen, oder? Ist er ein guter Gott? Sein Sohn ist ganz okay. Er heilt die Kranken, er... füttert die, die nicht zu essen haben. Er verwandelt Wasser in Wein. Warum? Warum macht er das? Was? Wasser in Wein verwandeln. Wasser ist Leben. Wein bringt nur Unglück. So habe ich das noch nie gesehen. Unsere Götter wissen immer, was sie tun. Und wir Menschen befolgen den Weg, den sie uns vorbestimmt haben. Nichts passiert ohne Grund. Auch die schlimmen Dinge nicht. Auch, dass Anke Suri nicht abholen konnte? Ja.
Anke ist aus dem Flugzeug gesprungen. Ihr Schirm hat sich nicht geöffnet. Ich habe ihr den Sprung bezahlt. Ich habe ihr den Kurs. Ich habe ihr das alles geschenkt. Obwohl ich selbst, ich würde nie springen. Niemals. Viel zu gefährlich. Aber Anke? Anke hat sowas geliebt, so Abenteuer, Nervenkitzel. Ich wollte ihr eine Freude machen. Jetzt ist sie weg. Anke war mehr als nur meine Schwester. Anke war auch mein bester Freund. Da ist jetzt ein großes Loch in meinem Leben. Es ist nicht deine Schuld. Shiva zerstört, um Neues zu erschaffen. Es ist nicht deine Schuld. Alles ist Karma. Auch, dass du jetzt hier bei mir bist. Mama, ich hol gerade das Kind ab. Ach, Robert, das ist wundervoll. Sie heißt Suri. Suri? Was für ein wunderschöner Name. पार्वती कहाँ भागी जा रही है दाई समझ दे तेरा कोई हक नहीं है उसपे मेरा कोई हक नहीं इसपे मैं नहीं नहीं मैं जो चाहूँगा वो करूँगा इस शरमखोर के साथ मामा तुम इतनी दुखी क्यों इसके बिना तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो चाहे कोई भी नहीं जानेगा कि तुम एक रानी हो उसे छोड़ दो जीने बचे मामा हट जा Mama, ich bin am Raschka. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast leer. Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles. Oh, Mann. Ich suche eine Frau. Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Der perfekte große Bruder. Hat immer auf sie aufgepasst. War immer für sie da. Hast du Kinder?
Na klar, ich hoffe es. Bei dem Blut. Was? Wie ist Suri so als Kind? Suri sieht die ganze Welt. Ihr entgeht nichts. Sie hat ihre Augen überall, will alles begreifen. Sie liebt Tiere, sie lacht viel und sie hat ein großes Herz. Und wenn sie was will, dann gibt sie nicht so einfach auf. Sie ist stur wie ein Elefant und wild wie ein Äffchen und sie... Und alle wollen sie mir wegnehmen. Ich verstehe, dass du Suri liebst. Sie ist meine Tochter. Nein, ist sie nicht. Ich habe sie geboren. Ja, aber die Eizelle ist von Anke. Also genetisch und juristisch. Eizelle? Genetisch, juristisch. Du sprichst ohne Seele. Du musst doch verstehen, dass ich Suri mit nach Deutschland nehme. Da kann sie mit Freunden spielen, sie kann zur Schule gehen, sie kann zum Arzt gehen. Das kann sie hier auch. In Deutschland kann sie sich eine Existenz aufbauen. In Indien, das ist doch kein Leben. Wir leben hier, das ist Leben. Suri geht es sehr gut, sie braucht dich nicht. Suri geht's nicht gut. Suri ist gerade entführt worden, aber das interessiert niemanden. Weil es kein System gibt, es gibt keine Ordnung. Ihr habt 5 Millionen Götter. Jedes zweite Tier ist heilig, aber was mit den Kindern passiert, ist euch scheißegal. Ist doch alles kaputt hier. Die Straßen, der Verkehr, das ist so ein Chaos. Und überall wird gebettelt und nichts ist logisch. Das ist alles so unlogisch. Und deine Welt ist besser, ja? Ja. Weil die Straßen gerade sind. Und weil niemand bettelt. In Deutschland gibt es mehr Glück, ja? Mehr Geld, mehr Glück. Und niemand ist schlecht zu den Kindern. Du bist besser für Suri als ich, ja? Du bist besser als ich. Das habe ich so nicht gesagt. Ich bin ihre Mutter. Sie gehört zu mir. Suri ist ein Kind des Ganges. Müssen sie erstmal finden. Die Götter werden sie beschützen. Hier gibt es keine Mietwagen. Dann kaufen wir ein Auto. Wir fahren nach Kanpur, gehen zur Polizei und dann fangen wir Suri und Ganesh ab. Versprochen. Heute ist ein Feiertag. Ein Fest? Nichts, was dich interessiert. Nicht, dass ihr euch vielleicht noch vertragen könnt? Wenn Suri dann weg ist? Suri ist meine Familie. Religion kann ja auch mal Spaß machen. Ja. Sind ja nicht im Vatikan. Ah, ja. Und sie sind alle sehr nett. Ja, lachst du einen Inder an, lacht er zurück. Aggressionen werden hier wirklich kleingeschrieben.
Als die Engländer damals Indien besetzt haben, waren sie nie mehr als 50.000 Mann. Das musst du dir mal vorstellen. Eine kleine Handvoll Briten haben 1 Milliarde Menschen unterdrückt. Das geht nur in Indien. Interessant. Ja, ist Fischaugencurry. Wirklich? Idiot. Schmissra wurde festgenommen. Ich wünsche Ihnen Glück. Ich wünschte wirklich, Sie finden die Kleine. Suri, das Kind heißt Suri. Und wir haben uns das so einfach vorgestellt. Das Kind einfach abholen und... Ja, wir waren viel zu egoistisch. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitersuchen. Ja, und wo? Ja. Vielleicht weiß der Karl-Heinz, was wir machen sollen. Wer ist denn Karl-Heinz? Ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Du hast was? Hallo, Süße. Alles gut auf dem Deich? Ich weiß nicht, was mich mehr schockt. Dass Joe Cocker dich Süße nennt oder dass es dir gefällt? Das ist Fischaugencurry. Probier mal. Eine Frage. Gibt's hier Privatdetektive? Warum? Naja, Pavati hat mich angelogen und dann hat sie Suri entführt. Ach, die Frau hat doch nur gelogen, weil sie Suri retten wollte. Sie hat ihr ganzes Leben für dieses Kind aufgegeben. Ja, eine Mutter tut nun einmal alles für ihr Kind. Ja, aber Pavati ist ja nicht richtig Suris Mutter. Ansichtssache. Außerdem bin ich das Anke schuldig. Du schuldest Anke gar nichts. Und tief im Innern weißt du selbst, dass das stimmt. Gut, dann kapitulieren wir jetzt. Wenn es für dich in Ordnung ist, dass dein Enkelkind hier in diesem Moloch aufwächst. Robert, geht's dir denn nicht auch so? Irgendwas fühlt sich falsch daran an, das Kind hier herauszureißen. Geht aber nicht darum, was wir fühlen. Rein faktisch spricht nichts für Indien. Rein faktisch? Sag mal, was redest du denn da? Indien? Hast du denn überhaupt was kapiert? Tja. Ich kann dir sagen, warum ich Deutschland verlassen habe. Weil du von der Polizei gesucht wurdest. Ja, klar. Deutschland ist ein großer grauer Aktenordner, in den sie dich reinquetschen. Du willst oder nicht, du wirst verwaltet. Alles muss ja korrekt sein und in Ordnung. Ordnung muss sein. Die Lüge eingenäht in Anzug und Krawatte. Die kleinsten Kinder haben schon Smartphone in der Hand. Was ist denn das? Das ist Armut. Ansichtssache. Indien. Ich meine, Indien ist auch kein Paradies, okay? Aber hier kannst du atmen. Also ich krieg hier Luft. Dieses Land hat für jeden etwas. Sicher auch für dich, Kumpel. Ach, Suris Platz ist in Deutschland. Da hat sie alle Möglichkeiten der Welt. Ihr Platz ist bei ihrer Mutter. Bei ihrer lebendigen Mutter. Das Wichtigste ist, was das Beste für das Kind ist. So wie es tut. Aber Suri braucht uns gar nicht. Okay, dann Indien. Ise, hatte die Kitty, Bass. Bass. Alinda, was war du, ey? Was los, hin, halt hier! Baske! Raus! Raus hier! Was hast du den Leuten gesagt? Das willst du nicht wissen, du! Sie sind weg! Was? Was ist hier eigentlich los? Ihr Mann. Er ist nicht mehr mein Mann! Ihr Mann hat die Tochter meiner Schwester entführt. Meine Tochter! Also ihre Tochter ist deine Nichte? Nein, sie ist nicht richtig ihre Tochter. Ist auch egal. Hey, Kinnings, ihr könnt bei mir schlafen. Der Fluss ist jetzt zu niedrig, die Sandbänke kommen hoch. Und das ganze Treibholz, was ihr macht, ist jetzt der reine Wahnsinn. Hier kann man nachts so fahren, wenn man sich auskennt. Kennt ihr euch aus? Ich hab's euch gesagt.
zu schnell! Siehst du etwas? Ich sehe gar nichts. Scheiße! Schöne Frau. Karl-Heinz Barowski. Freundin nenne mich Fluppe. Mit wem habe ich die Ehre? Vera Hansen, ich wollte eigentlich meinen Sohn Robert sprechen. Wie ist er da? Nö, der tuckert gerade mit einer bildhübschen Frau über den Ganges. Was tut der? Das ist eine etwas längere Geschichte. Wo bist du denn? In Deutschland oder Varanasi? Was glaubst du, wo Ganesh Suri hinbringt? Kanpur. Wahrscheinlich bringt er sie nach Kanpur. Er kennt da Leute. Was für Leute? Böse Leute. Wie weit ist es nach Kanpur? 3, vielleicht 4 Tage. Ja. Was denn jetzt wieder? Nein, mach das nicht! Mach das nicht, du kannst da nicht rein. Hey! Mann! Oh, Mann. Ich hab ja gesagt, verlangsamen. Parvati? Entschuldigung? Doppelzimmer. Nein, es müssten 2 Einzelzimmer sein. Doppelzimmer steht hier. Dann müssten Sie das bitte ändern. Wir sind komplett ausgebucht. Ich bedauere. Das ist doch kein Problem. Ich weiß Sie schon nicht. Können Sie mir sagen, wo das ist? Mama, wir haben keine Zeit für Sightseeing. Das ist der Manikani-Kangat. Ist es weit?
Zu Fuß 20 Minuten. Ah, wunderbar. Mama, in 3 Stunden ist unser Termin in der Klinik. Anke hat so geschwärmt von diesem Ort. Ich möchte fühlen, was sie gefühlt hat, verstehst du? Wunderbar, Mama. Ich bin rechtzeitig wieder zurück, okay? Ja. Mama, du kannst nicht alleine durch die Gegend rennen hier. Das ist viel zu gefährlich. मोटे आदमी के पेट में कुदकुदी मत करना मामा alles okay? Nee, ich habe nur Magenkrämpfe. Ganz plötzlich. Du hast aber nichts auf der Straße gegessen, oder? Ach nein. Nur so ein Mango Lassi. Du musst zurück ins Hotel. Nein, das schaffe ich schon. Ich will doch auch. Okay, Entschuldigung. Sie müssen meine Mutter zurück ins Hotel. Sagen. Bitte. Ich fahre ins Hotel. Mama, ich gehe dann zu Fuß von hier. Ach, du weißt doch gar nicht, wo es lang geht. Doch, ich habe doch mein Navi. Und frag an der Rezeption, ob die Tabletten für dich haben. Ja. Okay. Und ganz viel Wasser trinken. Aber kein Leitungswasser. Nur Wasser aus der Flasche. Kümmere du dich ums Enkelkind. Ich komm schon klar. Ich will kein Wasser. Nein. Wasser? Nein. Gutes Wasser. Sehr gutes Wasser. Mann, ich will kein Wasser. Nehmen Sie. Hey, Kumpel. Jetzt fahr doch mal runter. Der Mann ernährt seine ganze Familie damit, dass er den Leuten Wasser verkauft. Muss ihn doch nicht anlaufen. Wir nehmen benutzte Flaschen und füllen die mit dreckigem Leitungswasser. Und dann wird das an die Touris verkauft. Der ganze Fluss, der ist voll mit Fäkalien. Und dann kippen die noch ihre Leichen da rein. Es gibt nicht eine Kläranlage. Ich zeig dir was. Na. Du hast zu viel Reiseführer gelesen. Ne?
Ich sehe genau Ihre Skepsis, Mr. Hansen. Dr. Roini. Hallo. Ihre westlichen Maßstäbe funktionieren. Frau Winganges. Was tut der? Das ist eine etwas längere Geschichte. Wo bist du denn? In Deutschland oder Varanasi? Was glaubst du, wo Ganesh Suri hinbringt? Kanpur. Wahrscheinlich bringt er sie nach Kanpur. Er kennt da Leute. Was für Leute? Böse Leute. Wie weit ist es nach Kanpur? 3, vielleicht 4 Tage. Was denn jetzt wieder? Nein, mach das nicht! Bitte nicht, mach das nicht, Kat. Du kannst da nicht rein. Hey! Mann! Oh, Mann. Ich hab ja gesagt. Ich hab gesagt, verlangsamer. Ich kann den Motor erst wieder bei Tageslicht in Ordnung bringen. Hier. Mehr haben wir leider nicht mehr. Wir können uns morgen was zu essen kaufen. Viel Bargeld habe ich nicht mehr. Tempel. Hier habe ich Suri geboren. Hier? Ganesh wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich schwanger bin. Wegen der Schande. Aber ich dachte, in Indien ist das ganz normal, so eine Leihmutterschaft. Ich habe in einer Hütte gewohnt, in der Nähe des Tempels. In den Tempel rein durfte ich nicht, weil ich unrein war. Aber die Mönche haben mir trotzdem geholfen. Die Mönche? In der Klinik haben die gesagt, dass alle Leihmütter medizinisch bestens versorgt sind. 2-mal war ein Arzt da. Es gab gutes Essen. Frieden. Und Shiva hat über uns gewacht. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Alle waren so gut zu mir. Und in mir wuchs ein Kind heran. Und als Suri dann da war, sie war so zart, so klein, so wunderschön. Entschuldigung. Du hast geträumt. Hast du von deiner Schwester geträumt? Was ist? Mein Gurt ist weg. Oh nein. Ey, da sind die Karten drin, da ist der Führerschein drin, da ist mein Pass drin! Wie kann denn das passieren? Ganz ehrlich, ich hasse das Land. Überall liegt Dreck rum. Überall. Ich hasse auch die Leute, wenn die mich immer angucken. Alle gucken mich an. Glotz, glotz. Die ganze Zeit. Alle. Keiner redet vernünftig Englisch. Ich verstehe die nicht. Das ist doch Fantasie-Englisch. Und diese Autos. Warum kaufen die Inder Autos? Warum? Ihr habt ja noch nicht mal Straßen. Scheiße. Scheiß Kühe. Überall Kühe. Hör bitte auf, mit dem Kopf zu wackeln. Bitte. Bitte. Immerhin haben sie das Boot nicht geklaut. Wir werden Ganesh einholen. Na, wenn wir da jemals ankommen. Das werden wir. Die haben die eigentlich nicht die Tasche geklaut? Wo wussten die, dass ich einen Bauchgürtel habe und dass da alles Wertvolle drin ist? Die meisten Touristen haben einen. Es tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Soll ich mal übernehmen? Kannst du dich ein bisschen ausruhen?
Was ist das? Eine Puja für Shiva. Er hat uns den Ganges geschenkt. Wie schenkt man einen Fluss? König Bhagiratha bat die Göttin Ganga um Wasser für die Erde. Ohne Wasser kein Leben. Aber Ganga konnte das Wasser nicht einfach so auf die Erde strömen lassen. Alle Menschen wären ertrunken. Nur Lord Shiva konnte das. Also betete Bhagiratha 1000 Jahre lang, bis Shiva sich erbarmte und das Wasser an seinen Haaren in 7 Strömen auf die Erde fließen ließ. Das sind die 7 heiligen Flüsse Indiens und der Ganges ist der heiligste von ihnen. Ich mag eure Geschichten. Das ist keine Geschichte. Was macht euer Gott so? Mama, ich bin am Raschka. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast... Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles... Oh, Mann. Shit. Ich suche eine Frau, Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Die Hütte mit dem blauen Dach. Geh, geh, geh. Ja, danke. Hallo? Parvati Misra? Ich bin Robert Hansen. Ich bin der Bruder von Anke Hansen. Anke war die Mutter von Suri und ich... Ich würde Suri gerne abholen. Die Götter haben dich geschickt. Ich habe Unterlagen. Ich habe alles da. Sie sind noch nicht weit. Komm, schnell. Wir brauchen ein Boot. Hast du Geld? Komm. Was ist denn jetzt los? Wir können sie noch einholen. Suri, komm. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Suri? Ganesh hat sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Wir können sie noch einholen. Wir brauchen das Boot. अगर नाव पर जाओगे तो पूरे 10,000 रुपए लूंगा एक रुपए भी कम नहीं लूंगा तू बहुत कमीना है er will 10.000 Rupien Leihgebühr dafür so viel Rupien habe ich nicht so viel habe ich maximal in Euro 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 ist fein kein Problem bitte wir müssen Suri retten wir beide das schaffen wir nicht wir können doch gar nicht wir gehen zur Polizei aber die Polizei interessiert sich nicht dafür was in Rajgarh passiert ich bin eine Shudra von Suri ja aber das indische Recht sagt die Frau die ein Kind gebärt ist die Mutter Tut mir leid. Fehle. Aber klar, Herr Hansen, wir finden sicher einen Weg, das Kind nach Deutschland auszuführen. Ja, dann machen wir das. Ja, ja, aber Sie müssen das Kind zuerst wiederfinden und niemand hier wird Ihnen dabei helfen können. Wenn jemand nicht gefunden werden will in Indien, dann wird er auch nicht gefunden. Dann gebe ich jetzt auf. Falls es Sie beruhigt, Ganesh Misra wurde festgenommen. Ich wünsche Ihnen Glück. Ich wünschte wirklich, Sie finden die Kleine. Suri, das Kind heißt Suri.
Und wir haben uns das so einfach vorgestellt. Das Kind einfach abholen und... Ja, wir waren viel zu egoistisch. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitersuchen. Ja, und wo? Ja. Vielleicht weiß der Karl-Heinz, was wir machen sollen. Wer ist denn Karl-Heinz? Ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Du hast was? Hallo Süße, alles gut auf dem Deich? Ich weiß nicht, was mich mehr schockt. Dass Joe Cocker dich Süße nennt oder dass es dir gefällt? Das ist Fischaugencurry. Probier mal. Eine Frage. Gibt's hier Privatdetektive? Warum? Naja, Pavati hat mich angelogen und dann hat sie Suri entführt. Ach, die Frau hat doch nur gelogen, weil sie Suri retten wollte. Sie hat ihr ganzes Leben für dieses Kind aufgegeben. Ja, eine Mutter tut nun einmal alles für ihr Kind. Ja, aber Pavati ist ja nicht richtig Suris Mutter. Ansichtssache. Außerdem bin ich das Anke schuldig. Du schuldest Anke gar nichts. Und tief im Innern weißt du selbst, dass das stimmt. Gut, dann kapitulieren wir jetzt. Wenn es für dich in Ordnung ist, dass dein Enkelkind hier in diesem Moloch aufwächst. Robert, geht's dir denn nicht auch so? Irgendwas fühlt sich falsch daran an, das Kind hier herauszureißen. Geht aber nicht darum, was wir fühlen. Rein faktisch spricht nichts für Indien. Rein faktisch? Sag mal, was redest du denn da? Indien? Hast du denn überhaupt was kapiert? Tja, ich kann dir sagen, warum ich Deutschland verlassen habe. Weil du von der Polizei gesucht wurdest. Tja, klar. Deutschland ist ein großer grauer Aktenordner, in den sie dich reinquetschen. Du willst oder nicht? Du wirst verwaltet. Alles muss ja korrekt sein und in Ordnung. Ordnung muss sein. Die Lüge eingenäht in Anzug und Krawatte. Die kleinsten Kinder haben schon... Es tut mir leid, ich kann den Motor erst wieder bei Tageslicht in Ordnung bringen. Hier. Mehr haben wir leider nicht mehr. Wir können uns morgen was zu essen kaufen. Viel Bargeld habe ich nicht mehr. Ist das eine Stadt? Ein Tempel. Hier habe ich Suri geboren. Hier? Ganesh wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich schwanger bin. Wegen der Schande. Aber ich dachte, in Indien ist das ganz normal, so eine Leihmutterschaft. Ich habe in einer Hütte gewohnt, in der Nähe des Tempels. In den Tempel rein durfte ich nicht, weil ich unrein war. Aber die Mönche haben mir trotzdem geholfen. Die Mönche? In der Klinik haben die gesagt, dass alle Leihmütter medizinisch bestens versorgt sind. Zweimal war ein Arzt da. Es gab gutes Essen. Frieden. Und Shiva hat über uns gewacht. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Alle waren so gut zu mir. Und in mir wuchs ein Kind heran. Und als Suri dann da war, sie war so zart, so klein, so wunderschön. Als deine Schwester nicht kam, habe ich sie mit ins Dorf zurückgenommen. Aber dort wollte niemand mehr mit mir reden. Sie dachten alle, ich hätte mit einem Weißen geschlafen. Meine Familie hat mich verstoßen. Sie nannten Ganesh einen Gehörnten. Er wurde so wütend, dass ich dachte, er würde sie verschwinden lassen. Du meinst, er wollte sie töten? Mädchen sind hier nicht viel wert. Ich bin mit Suri nach Varanasi gegangen, damit er uns nicht findet. Aber wenn das alles so kompliziert ist mit der Leihmutterschaft, mit deiner Familie, warum hast du es dann überhaupt gemacht? Weil wir ein gutes Leben haben wollten. Ich wollte eine Ausbildung machen, Computer lernen, im Büro arbeiten. Aber Ganesh hat alles Geld verprasst, verspielt, ich weiß es nicht. Warum hast du den geheiratet? Das war nicht meine Entscheidung. Hier, letzter Keks. Die Götter lieben Süßigkeiten. Das ist meine Puja. Hier. Mehr haben wir leider nicht mehr. Wir können uns morgen was zu essen kaufen.
Viel Bargeld habe ich nicht mehr. Was ist eine Stadt? Ein Tempel. Hier habe ich Sudi geboren. Hier? Ganesh wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich schwanger bin. Wegen der Schande. Aber ich dachte, in Indien ist das ganz normal, so eine Leihmutterschaft. Ich habe in einer Hütte gewohnt, in der Nähe des Tempels. In den Tempel rein durfte ich nicht, weil ich unrein war. Aber die Mönche haben mir trotzdem geholfen. Die Mönche? In der Klinik haben die gesagt, dass alle Leihmütter medizinisch bestens versorgt sind. Zweimal war ein Arzt da. Es gab gutes Essen. Frieden. Und Shiva hat über uns gewacht. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Alle waren so gut zu mir. Und in mir wuchs ein Kind heran. Und als Sudi dann da war, sie war so zart, so klein, so wunderschön. Als seine Schwester nicht kam, habe ich sie mit ins Dorf zurückgenommen. Aber dort wollte niemand mehr mit mir reden. Sie dachten alle, ich hätte mit einem Weißen geschlafen. Meine Familie hat mich verstoßen. Sie nannten Ganesh einen Gehörnten. Er wurde so wütend, dass ich dachte, er würde sie verschwinden lassen. Du meinst, er wollte sie töten? Mädchen sind hier nicht viel wert. Ich bin mit Sudi nach Varanasi gegangen, damit er uns nicht findet. Aber wenn das alles so kompliziert ist mit der Leihmutterschaft, mit deiner Familie, warum hast du es denn überhaupt gemacht? Weil wir ein gutes Leben haben wollten. Ich wollte eine Ausbildung machen, Computer lernen, im Büro arbeiten. Aber Ganesh hat alles Geld verprasst, verspielt, ich weiß es nicht. Nun, warum hast du den geheiratet? Das war nicht meine Entscheidung. Hier, letzter Keks. Die Götter lieben Süßigkeiten. Das ist meine Puja. Wir werden die Götter noch brauchen. Viel Money bezahlt, Sir. Komm, schnell! Was hat er gesagt? Hure. Eine indische Frau mit einem weißen Mann ist eine Randi, eine Hure. Der Typ, der Syrien führt hat, wer ist das? Ganesh. Er war mein Mann. Und wo bringt er sie hin? Und er will sie wirklich verkaufen? An wen denn? Manche Kinder werden verstümmelt und zum Betteln geschickt. Andere als Sklavenarbeiter in die Fabriken gesteckt. Oder zur Prostitution gezwungen. Prostitution? Suri ist zwei!
abgeholt. Warum? Sie hatte einen Unfall. Sie ist tot? Ja. Das tut mir leid. Wie heißt sie? Anke. Die Götter haben Anke ins nächste Leben geschickt und haben mir ein Kind geschenkt. Mama, ich bin am Raschgang. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast leer. Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles. Oh, Mann. Shit. Ich suche eine Frau, Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Die Hütte mit dem blauen Dach. Geh, geh, geh. Ja, danke. Hallo? Parvati Misra? Ich bin Robert Hansen. Ich bin der Bruder von Anke Hansen. Anke war die Mutter von Suri und ich würde Suri gerne abholen. Die Götter haben dich geschickt. Ich habe Unterlagen. Ich habe alles da. Sie sind noch nicht weit. Komm, schnell. Wir brauchen ein Boot. Hast du Geld? Komm. Was ist denn jetzt los? Wir können sie noch einholen. Suri, komm. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Suri? Garnier hat sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Wir können sie noch einholen. Wir brauchen das Boot. अगर नाव पर जाओगे तो पूरे 10,000 रुपए लूंगा एक रुपए भी कम नहीं लूंगा तू बहुत कमीना है er will 10.000 Rupien Leihgebühr dafür so viel Rupien habe ich nicht so viel habe ich maximal in Euro 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 ist fein kein Problem bitte Mama, ich bin am Raschgang. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Und mein Akku ist auch fast leer. Ich fotografiere, wie sie lebt. Ich will das alles. Oh, Mann. Shit. Ich suche eine Frau, Parvati Misra. Sie hat ein kleines Kind. Ist blond, hat helle Haut. Du suchst wirklich nach der Hure mit dem Bastardkind? Die Hure? Da. Die Hütte mit dem blauen Dach. Geh, geh, geh. Ja, danke. Hallo? Parvati Misra?
Ich bin Robert Hansen. Ich bin der Bruder von Anke Hansen. Anke war die Mutter von Suri und ich würde Suri gern abholen. Die Götter haben dich geschickt. Ich habe Unterlagen. Ich habe alles da. Sie sind noch nicht weit. Komm, schnell. Wir brauchen ein Boot. Hast du Geld? Komm. Was ist denn jetzt los? Wir können sie noch einholen. Suri, komm. Ich will wissen, was los ist. Wo ist Suri? Ja, nee, Schatz, sie entführt. Er will sie verkaufen. Was? Wir können sie noch einholen. Wir brauchen das Boot. Agar naav par jaoge, to pure 10,000 rupaye lunga. Ek rupaye bhi kam nahi lunga. Du Boot kam hin. Er will 10.000 Rupien Leihgebühr dafür. So viel Rupien habe ich nicht. So viel habe ich maximal in Euro. Euro? Euro ist fein. Kein Problem. Bitte. Wir müssen Suri retten. Wir beide. Das schaffen wir doch nicht. Wir können doch gar nicht. Wir gehen zur Polizei. Aber die Polizei interessiert sich nicht dafür, was in Rajgad passiert. Ich bin eine Shudra. Eine Shudra? Meine Kaste hat wenig Wert. Aber ich bin Deutscher, ich bin Europäer. Ich gebe es zu den höchsten Stellen. Wir müssen sie zuhören. Dann ist es längst zu spät. Dann ist Suri weg für immer. Bitte. Lebt sogar hier in Varanasi. Gott. Und diese Klinik, die Prozedur durchgeführt hat, die sind jetzt sogar bereit, mit uns zu sprechen. Ich habe eine Enkeltochter. Ja. Ich bin Omi. Wir holen das Kind. Ist schon verrückt. Organisiert in Indien eine Leihmutter und sagt uns kein Wort. Sie ist einfach nicht mehr dazu gekommen. Was? Was? Okay, was? Johe Hotel Kokitane do Hey? Oh, nicht mehr weit. Sie können ruhig in Ihrer Sprache mit mir sprechen. Haben Sie keine Klimaanlage? Oh, sorry. Ist leider kaputt. Sorry. Nicht die ganze Zeit darum. Schau doch mal raus. Das ist faszinierend. Eine heilige Stadt, nicht? Und vor allem eine der ältesten der ganzen Welt. Gott Shiva hat sie gegründet. Varanasi ist das Herz des Universums. Sie sind gesegnet, hier sein zu dürfen. Ich habe in diesem Buch über die Kasten gelesen. Also es gibt ja 5 Kasten. Also Sie als Taxifahrer... Nein, warten Sie. Taxifahrer ist keine Kaste. Naja, nein, das weiß ich ja. Wir haben uns doch impfen müssen. Du, viele von diesen Pilgern kommen zum Sterben hierher. Genau. Wenn sie in Varanasi verbrannt werden, können sie den Kreislauf der ewigen Wiedergeburt verlassen und ins Nirvana übergehen. Und wir kommen hierher, um ein neues Leben abzuholen. Dankeschön. Wow. Alle baden, um sich von ihren Sünden zu befreien. Ja, und bekommen Typhus.